So, jetzt. So viel fahren jetzt. Es schreit schon so schlimm. Ja. Okay, du kannst schon mal nach Hause fahren. Klingt das schon mal sehr gut. Achtung, an. Ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Ja, wir machen das. Hoffentlich haben wir genug Polizeiautos. Weiß nicht, wer wird alarmiert. Ich glaube, der. Ja. Wo läuft der Typ hin? Oh, der hat eine Waffe. Oh, der braucht so lange. Der muss erstmal hier eine Kurve fahren. Also, bis jetzt ist einer gestorben. Oh, jetzt bin ich an mein Mikro gekommen. Nicht so gut. Und dann muss es erstmal hier im Kreis fahren. Hilflos im Teich. Ja? Auf dem Ja? Und er schießt auf mein Auto. Komm, prügelt euch. Person im Wasser. Ja, nee, ist klar. Haben wir hier eine Tauchereinheit? Ein Löschboot. Oh, ein instabiles Polytrauma. Fängt ja schon mal gut an. Ja, ich würde sagen, Löschzug zwischen. THW-Rüstzug. Fahrzeug 1 hört. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. So, ab in dein Auto. Ja. Und dann könnt ihr auffahren und ist der Taschendiebstahl erstmal weg. Hier ist Florian Sauerland. Ihr nehmt bitte die Trage. Winterberg, Löschgruppe zwischen. Einsatzbereitschaft, Herr Florian Sauerland. Ja, warum fliegt ihr nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Fahrzeug 9. Muss ich nicht verstehen? Höre. Weil ich glaube, ihr könnt jetzt alle Fahrzeug wieder 14. Nach Hause fahren. Ja, habt ihr einen Patienten drauf? 18. 17. 19. Bin unterwegs. 16. 15. Das muss jetzt keiner verstehen. Gut. Wo ist denn hier einer am... Wer hat hier eine Verlegung Polytrauma? Du musst? Dafür muss ich glaube ich diesen Esser Ring wählen. Not-OP, Hummer, Schlepper. Christoph, nee. Fahrzeug 1 hört. Ich glaube, es funktioniert jetzt. Ja, was machen wir denn mit dir? Ja, warum könnt ihr denn nicht B? So, jetzt, tschüss, auf Wiedersehen. Ja, wo bleiben denn hier die... Eine selbstmordgefährdete Person droht, von einem Gebäude zu springen. Retten Sie sie. Ja, ist klar. Noch mehr vielleicht? Fahrzeug 2. 1. 2. Ihr Polizisten Fahrzeug könnt auch gehen, das machen die alle alleine. Ihr Fahrzeug 22. Geht. Von mir aus kann die Person Fahrzeug springen, 22. Ist mir egal. Fahrzeug 24. Fahrzeug 33. Fahrzeug eine Person hatte einen Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. Ja, es wird immer mehr hier. So, bewusstlose Person. Fahrzeug 2 hört. Das heißt, wir alarmieren den RTW. Und zwar dahin. So, ihr guckt mal, wie ihr die Person rauskriegt. Die versucht zu springen. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich nur die Drehleiter. Alarmiere ich auch noch. Ein Sprungkissen. Habt ihr das hier hingekriegt? Ja. Wieso den da mitnehmen? So, was können wir machen, damit wir die Person da rauskriegen? Menschenrettung.
So, ihr seid noch da. Du kannst den mitnehmen. Du kannst den mitnehmen. Und du fährst nach Hause. Oder du möchtest nicht nach Hause. Ah, dir fehlt einer. Steht der vielleicht hier, möchte abgeholt werden? Ich lasse mal den Status. Ah ne, da ist er ja. Er hat was länger gebraucht zum Laufen. Den Unfall haben wir jetzt irgendwie hingekriegt. Du kümmerst dich bitte um den hier. Jetzt rettet den doch einer mal. Ach cool, jetzt hat er sich direkt zum Schwimmer verkleidet. Zum Schwimmer gemacht. Dann geh doch mal. Du bist auch da. Da an den. Ich werde mal sicherheitshalber ein RTW und das NEF alarmieren. Falls er wirklich da springt. Und du bist fährst bitte nach hier. Fahren Sie nach Winterberg, Florian Sauerland, Ende der Alarmierung. Höre. Ich habe keine Ahnung, wie man das hier regelt. Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Und er ist gesprungen. Oh, ist der gekloppt. Er hätte einfach nur warten müssen. Aber da ist der Rettungsdienst, vielleicht kannst du ihn noch reanimieren. Oder vielleicht ist er ganz in Fritten, da ist schon der zweite, der gestorben ist. So, du holst ihn wieder raus. Guck mal, was du mit deinem Koffer sagst, ob man da jetzt einen braucht, in der Rettungswagen ruft. Notarzt. Ihr nehmt den hier mit. Notarzt begleitet. Und er ist tot. Juhu, der zweite, der gestorben ist. Nein, bitte nehmt das nicht ernst. Wir brauchen jetzt aber die Kripo an die Einsatzstelle. So, Kripo, komm. Du kannst wieder gehen, dich brauchen wir nicht. Was ist hier mit dem Freischwimmer? Hier muss ein Notarzt hin. Ich hoffe, der kommt von alleine. Der Transport dieses Patienten ist nur mit einem Notarzt möglich. Ja, deshalb soll da einer einsteigen von den... Was gibt's? Bist du ein Notarzt? Steck mal aus. Der ist doch frei mit dir. Der Transport dieses Patienten ist nur mit einem Notarzt möglich. Was gibt's? Oder bist du kein Notarzt? Doch, du bist ein Notarzt. Auf dem Weg. Ja, du bist nur der Fahrer. Das Spiel ist ein bisschen verbuggt, das fällt mir gerade auf. So, jetzt. Ich hoffe, wir fahren jetzt. Er schreit schon so schlimm. Ja. Das hat funktioniert. Hier ist die Kripo. Du guckst dir mal die Leiche an. Ist hier alles im Trockenen? Notarzt kommt. Sehr schön. Richard, da kann schon mal aussteigen. Ihr fahrt schon mal nach Hause. Ihr könnt auch. Der ist viel zu schnell gesprungen. So, haben wir das auch schon erledigt. Jetzt haben wir nur noch den Schwimmer hier. Du holst mal die Trage. Mensch, so ein Chaos. Aber in der Zeit. Das ist halt der Herausforderungsmodus. Es wird immer schwerer. Ich muss mal gucken, es wie lange es wurde eine mich Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Jo, mach mal, ne? Wir nehmen mal den zweiten RTW aus Winterberg. Und einen Notarzt. Du bist frei verfügbar. Das sehe ich an dem grünen Kästchen. Das sind halt die Funken. Ja, und ja, sag, macht natürlich das, was die euch sagen, ne? Habe ich einen Gruppenführer? Ihr könnt alle nach Hause fahren. Fahrzeug 15. Schwerbeck.
So, macht's gut, vielen Dank für eure Hilfe. So, für Personen Wasser, für bewusstlose Person, was ist denn los mit mir? Was ist denn los? Das hat mit Hip-Hop nichts mehr zu tun. Aber hier, da muss was geschehen. Ach da, Notarzt wegbringen, Notpatient wegbringen, das kann sein. So. Ah, jetzt passiert da was, hoffe ich. Ihr seid schon da, sehr gut. Du bist schon mit deinem Körper schön. Und da liegt die Person. Wenn ihr dieses Video jetzt hier anschaut, also ich denke mal, das ist schon die zweite Folge, dann werdet ihr auf jeden Fall mal ein neues Let's Play sehen. Ich versuche 3 Let's Plays zu laufen, die alle so ein bisschen in den Simulationscharakter reinbeziehen. Das heißt, ihr werdet Minecraft sehen, mein Projekt. Dann Winterberg-Modifikation, ich hoffe, es kommt gut ein. Prüfen Sie, ob Personen verletzt wurden oder Brände ausgebrochen sind. Und kümmern Sie sich darum. Ja. Und dann wird noch ein drittes Spiel, das möchte ich jetzt aber noch nicht verraten. Oh, da brennt was. Fahrzeug 2, höher. Ich würde sagen, bevor das größer... Nehmen wir mal hier einen Durchzug. Und alarmieren mal. Na, hier. Und dann geht eine Brandmeldeanlage gleichzeitig. Das heißt, wir müssen dann 2. Löschzug hinsetzen. Löschzug zu schön. Achtung, es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Und Schusswaffen. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Wir brauchen hier, jetzt geht's hier rund. Wir brauchen auf jeden Fall ein RTW, ein NEF. Wo bleibt die Polizei? Ich brauche einen, der den hier mitnimmt. Die DLK Olsberg, Sie fahren nach Winterberg, Unterstützung der Kräfte. Oh nein! Oh, ich habe Angst gehabt. Das hat jetzt abstürzt. So, bitte prügelt euch mit dem. Ich will, dass er festgenommen wird. Medizinischer Notfall. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Behandeln und abtransportieren. Ja, direkt hier nebenan im Hotel, im Stadthotel. Wir alarmieren. NEF. RTW. Einmal da. Habt ihr den festgenommen, den bösen Bub? Ja. Ja, ich möchte gerne, dass ihr den hier reinbringt. Kümmern wir uns gleich. Wir haben ja erstmal die BMA am Laufen. Du gehst mal gucken. So. Du gehst mal ins Hotel, der hat einen schweren Schlaganfall. Nicht vollständig geräumt. Das heißt, da ist irgendwas noch was im Argen. Das heißt, ihr steigt aus. Ach ja, der Brand. Der Brand, den habe ich ja ganz vergessen. Oh, oh. Ach, diese Steuerung. Grausam. So, jetzt haben wir es wieder. Bisschen von oben. Fahrzeug schon unterwegs. Fahrzeug 9. Fahrzeug so, du fährst 14. voran, der Rest kann warten. Und da hängt es wieder. Ach, ich kriege immer so. Fahrzeug 14. Schon unterwegs. Irgendwie kriegt das mein Rechner nicht so hin. Oh, ach. Ich habe immer Angst, dass das hier stecken bleibt. Ich hoffe, ich glaube, hier ist zu viel auf der Map los. Ich habe solche Frames-Einbrüche. So, wo bleibt denn der RTW? Hier soll noch ein RTW kommen. Da kommt er. Medizinischer Notfall. Eine Person steht unter Schock. Versorgen und abtransportieren. Ich glaube, hier bremst es. Macht euch mal bereit. Ach ja, wir brauchen hier ja auch noch. Wer ist Gruppenführer, du? Da kommt die Wasserversorgung hin. Dann die nächste Person, hilflose Person. Ich alarmiere einfach mal. Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugwracks.
Ja, ist ja okay. Wir müssen erstmal das andere erklären. Geht ja mal rein. Florian Sieg mit Notfall-Einsatz.